Today is the first Christmas report, and I'm your roving reporter looking for some Weihnachtsstimmung here in tropical Berlin. And I found it at Potsdamer Platz. So I'm going to do a little Publikumsbefragung. I'm going to look for some willing passers-by and ask them about their past Weihnachtsgeschenke. Whoop! There's one running away! Let's go get him! Woo! I found somebody, a Freiwilliger. What's your name? Dennis. Dennis. Okay, Dennis. I have a question. Was möchten Sie nicht bekommen zu Weihnachten? Ein Aquarium. Sie möchten kein Aquarium? Oh, ich will ein Aquarium. Ich finde Fische toll. Was haben Sie gegen Fische? Weil ich möchte lieber keine Fische, sondern einen Hund. Ein Hund. I think a dog is a very bad present for, well, that would be a very bad present for me. Vivian, was möchten Sie nicht bekommen zu Weihnachten? Ich möchte kein Kinderbett. Und warum, Vivian? Weil ich möchte immer bei meinen Eltern schlafen. Ein Fahrrad. Du wolltest kein Fahrrad? Was ist das schlimmste Weihnachtsgeschenk, was du je bekommen hast? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Eine Küchenmaschine. Eine Küchenmaschine, da gibt's viele. Welche? Mixer. Ein Mixer. Sie mixen ungern? Nee, ich mixe gerne. Ja, das war im vergangenen Jahr eine zweite Kaffeemaschine. Und um mich milde zu stimmen, war in dieser Kaffeemaschine in der Kaffeekanne Unterwäsche drin. Aha. Ja, weil das war eigentlich ein Geschenk, was mein Mann für sich gekauft hatte und nicht für mich. Also zum Beispiel finde ich es schrecklich, wenn mir jemand Parfum schenkt oder Unterwäsche. Ja, die dicken Schlüpfer. Ne? Einen dicken die Schlüpfer, genau. So ein Oma-Schlüpfer. Ja, genau. Das war mein schlimmstes Weihnachtsgeschenk. Das stimmt aber wirklich. War ich nie angezogen. Hoffentlich nicht von Ihrem Mann. Nee. Sie haben gerade an. Ihre Schlüpfer haben Sie an. Ja, klar, passt mir jetzt. Eine Unterhose. Eine Unterhose. Und wie sahen diese Unterhose aus? Weiß. These people get really boring Christmas gifts. Let's look for something more interesting. I got a vibrator once. A vibrator for yeah. A man? Yes. It was very funny, tell, actually. No, it was really, really funny, right? Because it was only about this long. And then it had this remote control with it. And then it had this other bit with these two balls. And then a clip for your todger. And what you did was, right, one bit was for the back entrance, if you like. And then the other bit were these two balls, right? And what happened was you clipped it onto the base of your todger. And then when you switched it on, these little balls went on top of your testicles, right? And it was very, very funny. All right. This man has courage to talk about it on TV. Maybe you'll see him in the audience next to you. So eine Porzellanfigur. So eine ganz kitschige. Das war das Schlimmste. So ein Porzellan-Ding, ganz, ganz billig, ganz, ich glaube mit einer Kerze drin und es hat geduftet, aber ein ganz, ganz schlimmes Duft, so Schokolade oder irgendwas, aber ganz, ganz schlimm und süß. Disgusting plate. Meine Eltern haben so eine Einhornuhr, da sind so zwei rosa Einhörner drauf und das nehme ich immer zum Schrottwichteln. Das heißt, ich nehme es mir jedes Jahr zum Schrottwichteln vor und als Andenken an meine Eltern verschenke ich es dann doch nicht, aber diese Uhr steht bei uns im Keller und die ist super hässlich. Ja, man muss es immer behalten. Also haben Sie einen ganzen... Weil es immer von den Lieben ist und dann muss man es behalten, muss sagen, oh, ist das toll, ist das schön. Das Hemd passt meistens nicht, die Krawatte auch nicht. Mein Opa hat mir einen richtigen Affen versprochen und es war ein Stoffaffe. Das war sehr enttäuschend. Ich verstehe, wenn man einen Affe will und wie alt waren Sie? 5, 6, keine Ahnung. Aber ich glaube, ich vergesse es nicht. Schlimm. Schenken Sie Ihre Frau dann einen Affe jetzt dieses Jahr zu Nein, Weihnachten? Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Höchstens einen, den ich mir überziehe. Den kann sie denn auspacken, dann bin ich das selber. Also ein kleines Spielzeug will ich nicht. Auf keinen du Fall. Du willst nichts Kleines? Ja. Okay, er will nur ein ganz großes Spielzeug dieses Jahr, nichts Kleines. Socken. Also schöne dicke Socken oder sowas. Regelmäßige Socken, ja. A pair of socks. Socken. Socken habe ich immer bekommen und damit ich auf warmen Füßen durch die Welt ging. Und das ist für mich das Ätzendste, was es gibt. We learned something, and that is no matter where people come from, whether it's Holland or Turkey
or Germany or America, they don't want socks for Christmas. Remember that. Bye-bye.